Und er möchte dein König sein. Er möchte über deinem Leben regieren. Und der Teufel hat sie gestohlen. Und wir lassen uns sehr oft vom Teufel verführen. Wir lassen uns sehr oft vom Teufel verblenden. Wir lassen uns sehr oft einfach einfache Wege auf uns nehmen zu lassen und sagen, jawohl, Gott meint es immer gut, aber dabei ist es der Teufel, der einfach sagt, gang ein einfacher Weg, kein Stress, keine Schwierigkeit, gar nicht. Reich Gottes ist ein Kampf. Wir kämpfen mit dem Feind. Jesus Christus ist der Herr. Und der Teufel wird bei denen Menschen, die wirklich bei Jesus sind, auch da ist es ein geistlicher Kampf. Das Wort Gottes sagt in Epheser, wir haben nicht zu kämpfen mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten der Finsternissen. Sind wir uns bewusst? Einfach, das muss uns im Herz bewusst sein. Lass den Kampf. Hör den Kampf nie auf, auch wenn er schwer ist. Halte durch, bleibe an deinem König, bleibe bei dem, der gut regiert. Bleibe bei dem. Ich weiß es, ich verstehe nicht all seine Wege. Ich verstehe nicht jeden Weg, aber ich weiß, er ist gut. Er ist gut. Was übergab er dem Sohn alles? Wir sehen in diesem Kontext zwei Dinge, die sehr wichtig sind. Wir haben es letztes Mal angeschaut, als es darum ging, um die Buße. Jesus bekam die Autorität als Richter. Als Richter. Jesus bekam die Autorität als Richter. Jesus bekam hier auf Erden die Autorität als Richter, und zwar mit folgendem Punkt. Mit folgender Aussage, diese Autorität, er darf hier auf Himmel und auf Erden den Menschen richten. Kein Mensch darf es, aber Gott darf es. Wir sehen, wenn wir die Verse 20 bis 24 lesen, da sehen wir drin, dass dieses Gericht, wo er über die Städte hatte, wo er über die Dörfer hatte, wo er über die Menschen hatte, dieses Gericht hat er ausgesprochen, das darf kein Mensch darf so richten wie der Sohn Gottes. Aber handumkehrt, wenn ihr Vers 28 bis 30, ist er auch der Erlöser. Es heißt, alle dürfen kommen, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch Frieden geben oder Ruhe geben. Diese zwei Dinge sind so wichtig, dass wir das verstehen in unserem Herzen drin. Er hat die Macht bekommen zu richten, die Macht bekommen zum Erlösen. Er hat alle Autorität bekommen. Der dritte Punkt ist, er hat auch von Gott die Autorität bekommen, das steht hier nicht drin, als König. Das haben wir letztes Mal gesehen. Psalm 2, Vers 6 heißt es, er ist als König der Nationen eingesetzt worden. Offenbarung 19 sagt, er ist der König der Könige. Gott hat ihm diese Autorität gegeben. Du bist der König. Er hat ihm aber auch die Autorität gegeben, Epheser 1, 22. Er ist das Haupt der Gemeinde. Verstehen wir? Er ist der Chef über dieser Gemeinde, ist Jesus Christus. Jeder Mensch von uns ist angewiesen, dass der Herr die oberste Autorität ist von der Gemeinde. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Unter diese Autorität sollen wir uns beugen. Das Wort Gottes sagt, er ist auch ein Prophet oder ein Hohepriester und so weiter und so fort. Gott hat ihm einige Dinge gegeben. Und ich möchte diese Aufzählung sollen uns bewusst machen, mit wem haben wir es zu tun, wenn wir vom König sprechen. Das, was Björn gesagt hat. Er ist nicht einfach nur unser Kumpel, unser Freund. Ja, heute komme ich mal, morgen gehe ich mal, sondern er ist unser Herr. Er ist der Chef über unserem Leben. Er ist derjenige, der unser Leben kennt, der weiß, wer wir sind. Und Gott möchte heute Morgen zu dir und zu mir sagen, lohnt sich's nicht, wenn Gott ihm all dieses Ding anvertraut hat, dass wir unser Leben ihm auch anvertrauen. Er ist einfach der Chef über alles. Lass ihn den Chef sein von deinem Leben. Lass es sein, er ist gut. Er ist mächtig. Er ist die höchste Autorität, sollte und darf er nicht auch in unserem Leben das Sagen haben.
Er muss in unserem Leben auch befehlen dürfen. Er muss in unserem Leben auch Dinge aufzeigen können und sagen, jetzt wird etwas verändern. Der zweite Punkt ist, weshalb Jesus die Autorität vom Vater bekommen hat.